Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Safety Driving Simulator in der Version Auto zunächst mal. Es gibt ja auch noch die Variante Motorrad, aber die kommt an einer anderen Stelle, denn Auto fahren ja deutlich mehr von uns und deswegen möchte ich auch erstmal zeigen, wie man mit dem Auto auch tatsächlich sicher fährt. Ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, dass ich mir dieses Spiel zugelegt habe. Wenn ihr Twitter und Facebook fleißig verfolgt, habe ich ja direkt aus dem Laden heraus mal gepostet, dass dieses Spiel irgendwann mal kommen wird. Und ja, Fahrstunden, ganz ehrlich, nee, wir fahren viel zu lange schon, brauchen wir nicht. Wir haben den Führerschein. Wir beginnen direkt mit der Fahrt, würde ich vorschlagen. Ach, und hier dürfen wir uns jetzt erstmal ein Fahrzeug auswählen. Das ist natürlich auch cool. Würde ich sagen, schauen wir das Ganze doch mal durch. Okay, der ist natürlich schon... Nee, geht gar nicht. 150, okay, das ist halt... Was, der kostet 10.000 Euro für das Ding? Der sieht ja mal... Nee, also man sieht auch, es ist grafisch extrem hochwertig. Es ist richtig gut, richtig ja, HD sozusagen. Ja, das sind lauter Kleinwegen. Was, der fährt 45? Doch, so schnell. Okay, und von 0 auf 50 in 11 Sekunden. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da ist ja mal Oma mit dem Rollstuhl noch schneller. Jo, es sind irgendwie bis jetzt relativ lame Autos am Start. Gucken wir mal, ob irgendwann... Ah, hier haben wir jetzt mal 180. Hier haben wir wieder 170. Geht's wieder abwärts. Jetzt haben wir, oh, 200. Das ist doch schon mal eine ganz gute Ansage. Mal gucken, was es noch gibt. 220, ja, wer bietet mehr? 160 sind wir wieder weniger. Aber die Karre sieht schon ziemlich cool aus eigentlich. Okay, oh, 310. 350, Sportwagen. 4,8 Kubik. 4,3. Aha. Ja, dann, was haben wir hier noch? Ja, dann sind wir wieder am Anfang, okay. Ich würde dann glatt mal den hier vorschlagen. Einfach nur, weil er teuer ist. Weil er schnell ist, weil er viel Hubraum hat und an Haufen Gänge. Ja, als nächstes wähle eine Mission. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, hier können wir eine Stadt auswählen. Fahre in städtische Umgebung mit Einbahnstraßen und Kreisverkehren. Achte auf andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsregeln. Folge den Pfeilen, sammle alle ein, um viele Punkte zu verdienen. Pfeile oder was? Aha. Okay. Was haben wir hier? Steht genau das Gleiche. Kleinstadt, Großstadt, Landstraßenfahrt, fahre über Landstraßen und durch Industriegebiete. Achtung, Ladezeiten, Ladezeigen, ja, sind länger. Aha. Nasse Fahrbahn. Oh, da gibt es ja richtig, richtig geniale Dinge. Vereiste Fahrbahn. Oh, ich glaube, das ist auch ein Riesenspaß. Stuntstrecke ist auch geil. Boah. Okay, Naturstrecke, ja, und da haben wir wieder die Stadt. Ich würde mal die Großstadt bevorzugen für den Anfang. Einfach so als Herausforderung direkt mal. Und jetzt können wir gleich mal unseren Nüchternheitsstatus auswählen. Ein Bier, ein Glas Wein. Ich sehe schon, okay, da können wir uns also praktisch... Oh, geil, wir können auch unter Drogen fahren. Line Kokain. Alter Schwede. Okay, Schlaftrunkenheit, viel gegessen... Keine. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal mit keinem Drogeneinfluss und schauen uns an, wie es denn überhaupt so ist. Und dann werden wir uns langsam mal steigern, vielleicht so mal mit einem Bier probieren und dann mal mit einem Joint probieren und so weiter. Und knallen uns dann mal so richtig die Birne voll. So, Ladezeiten könnten etwas länger sein. Ja... Ich bin mal gespannt, wie hochaufwendig grafisch das Ganze sein wird, wenn das so lange Ladezeiten hier hat. Ich meine, das kommt ja schon nahe an GTA 5 ran, von den Ladezeiten. Ist ja abgefahren. Mhm. Jetzt lädt er wahrscheinlich die ganzen anderen Charaktere und die Dialoge, die wir führen werden. Okay. Ja, es ist fertig geladen. Wir müssen auf jeden Fall den Pfeilen folgen und alle Pfeile scheinbar einsammeln, um die Punkte zu verdienen. Gucken wir mal. Oh, es ist der grafisch Oberwahnsinn. Okay, ist alt. Oh, ach du Scheiße. Okay, also die...
Ich glaube, ich habe eine Ampel überfahren, oder? Wie kann ich rückwärts? Ach ja, da muss ich, glaube ich, runterschalten dafür. Ja. Ah ne, okay, sie ist wieder grün. Wo müssen wir hin? Wir müssen. Gibt es da eine Map oder so? Ich kann hier auch blinken, genau. Alter. Nein, aus. Hier lang, schätze ich mal. Ne, jetzt haben wir uns verfahren. Ne, haben wir nicht. Okay. Hier müssen wir abbiegen. Ah, das ist. Das ist ein Hai. Das ist ja ein richtig guter Simulator. Das simuliert auch. Alter. Okay, rückwärts. So, und wir vorwärts. Wir haben eine. Oh, wir haben noch. Ach, hallo? Wir haben noch 8 Punkte zur Verfügung. Mal ganz kurz die Sicht. Oh nein, wir sind hier gegen ein. Was ist das denn? Ist das eine Telefonzelle? Es könnte eine Telefonzelle sein. Wir sind dagegen gefahren und natürlich kommen wir hier nicht mehr weg. Es ist auch super, damit er jetzt nicht mehr vom Gas geht. Ich komme hier nicht weg. Ich schalte nochmal in den Rückwärtsgang. Okay. Nee, also. Alter, es ist so richtig geil, das Spiel ist so richtig gut. Es ist auch super, weil wir fahren jetzt hier und er dreht hoch auf 10.000 Umdrehungen, er schaltet nicht mehr und wenn ich vom Gas gehe, ja, es geht halt weiter, ne? Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir könnten jetzt noch 7 Minuten und 35 Sekunden abwarten, bis er automatisch das Ding hier beendet. Aber ganz ehrlich, wir gehen mal zurück zum Menü. Beginnen eine neue Fahrt. Natürlich wieder hier mit diesem Auto. Es wird ein Riesenspaß. Wir fahren mal die Regenstrecke. Und ich würde sagen, wir ballern uns jetzt mal 4 Bier rein. Gucken wir mal. So, Spiel lädt. Ich warte. So. Wir müssen wieder. Oh, das Mal ging es aber zackig. Ah, jetzt müssen wir hier auch noch Slalom fahren, oder wie? Ach du Schande. Oh. Na, mit 4 Bier, das scheint ja noch ganz gut zu funktionieren hier. Also, alles erwische ich jetzt nicht. Weil die Kurven recht eng sind. Aber es geht. Es geht. Also das sagt uns, mit 4 Bier können wir locker noch Auto fahren. Wir können locker auf eine Teststrecke gehen und Pfeile einsammeln. Das funktioniert richtig gut. Oh, den haben wir verpasst, okay. Aber ich meine, die Steuerung ist etwas schwerfälliger. Aber es ist alles noch im Rahmen. So. Aber ganz ehrlich, wer fährt auch schon mit hier übelsten 4 Bier noch auf so eine Teststrecke? Kein Mensch macht das. Aber wir haben gleich alle Pfeile, hoffe ich. Also ein paar haben wir schon überfahren, ganz klar, aber ich glaube, wir liegen ganz gut. Wir haben noch keine Pylone umgefahren, meine ich. Jetzt Vollgas dahinter, komm. Wir haben ja hier auch richtig schöne Leistung. Oh, und die Soundkulisse, die ist auch so unglaublich gut. Die ist spitzenmäßig. Das klingt so richtig schön elektronisch, das Ganze. Ich frage mich gerade, ob das hier auch ein Elektrofahrzeug vielleicht ist, weil der so einen Blitz auf dem Lenkrad hat. Oh. Waren da die Kurven gerade enger? Nee. Nee. Alles gut noch, alles gut. Mit 4 Bier locker kein Problem. So, eigentlich müssten wir ja noch rein theoretisch dann dazu auswählen,
wie viel hast du vorher geschlafen, was hast du alles gegessen und so weiter, ne? Weil das spielt ja auch mit rein. Oh, ich glaube, wir haben eine Pylone umgefahren, die er nicht gezählt hat. Ich fahre mal ein Stück. Ja, da jetzt. Eins. Zwei. Eieiei. So. Wir müssen in diese Richtung. Das ist, wenn ein Spiel HD-Grafik hat, dann dieses. Ich glaube, ich habe mich da gerade ein bisschen... Aua. Das Schöne an dem Spiel ist auch, dass wenn man irgendwo mal dagegen fährt, dass man sofort festhängt, wie wir ja schon gesehen haben. Man klebt sofort an der Telefonzelle. Ist es spitzenmäßig. Oder war wieder mal eine Pylone im Weg? Heieiei. Ich glaube, wenn wir jetzt in der Realität auch 4 Bier getrunken hätten, dann ging das Ganze noch viel cooler als hier in diesem tollen Simulator. Weil der hat sich ja nüchtern schon scheiße fahren lassen. Oh Mann. Okay, hier. So. Wie lang ist denn diese Teststrecke hier bitte? Das ist ja unbelievable. Da haben wir wieder ein. Okay. Keiner fährt so enge Kurven, wenn er voll ist. Ach, scheiß auf die Pylonen. Und wir sind durch. Glaube ich. Ja, wir sind durch. Wir haben. Okay. Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen. Mission gescheitert. Warum? Ich bin doch ins Ziel gekommen. Verkehrsverstöße keine. Was ist denn da los? Ich bin übrigens Marco Santi, sehe ich gerade. Und komme aus Italien. Dass Italiener nicht fahren können, das ist ja bekannt, ne? Die hupen ja mehr, als dass sie Auto fahren. Erneut simulieren, Replay ansehen. Können wir uns da jetzt die ganze Strecke... Ich meine, es ist auch mal interessanter, hä? Na, hier oben, sag ich doch, GTA, hier ist das Rockstar-Logo, ne? Aha. Na, ich finde, das ist doch ganz gut gemeistert gewesen. Also, ja gut, hier war es ein bisschen eng. Aber ich finde, da hatten wir trotzdem eigentlich, ja, schade. Führerscheinentzug. Ha. Dann müssen wir nochmal. Okay, wir haben auf jeden Fall, das Auto ist standardmäßig jetzt ausgewählt. Das ist schon mal schön. Dann nehmen wir doch mal die Eisstrecke, oder? Eisstrecke und... Was kann man rückwärts dann... Viel gegessen, Schlaftrunkenheit. 3 Linien Kokain, 3 Joints und 3 Ecstasy-Pillen. Das finde ich gut. Spiel lädt und es geht ab. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Lenkung reagiert so gut wie gar nicht mehr. Das ist natürlich sehr realistisch. Zack. So. Okay. Oh Gott, 113 Pfeile müssen wir insgesamt einsammeln. 7 haben wir erst. Okay. Das kriegt man hin. Der haben wir schon mal einen verpasst. Den habe ich. Also die Lenkung, alter Schwede. Und es sieht auch immer nebliger aus, kann das sein? Liegt das jetzt am Schnee oder liegt das an den Drogen? Oder wirken die Drogen erst jetzt? Alter. Oh oh. Ich glaube, das war's. Na, also komm, das geht doch noch. Da kann man doch noch locker hier. Da beendet er einfach das Spiel. Was ist denn da los? Oh, Unfall, Frontalzusammenstoß, Aufprallgeschwindigkeit mit 92. Aha, scheinbar ein Schaden von 48.800. Und unsere Fahrerverletzungen sind schwere Muskelverletzungen am ganzen Körper. Naja, ich meine, wenn es nur der Muskel ist. Aber was stellt das Ding hier da? Bin ich da an irgendwelche Elektronen angeschlossen? Oder.
Ich verstehe. Richtig gut. Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Mann, Mann, Mann. Okay. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch, würde ich sagen. War da nicht irgendwo eine Stuntstrecke auch? Ja. Hier ist eine Stuntstrecke. Und jetzt würde ich sagen, saufen wir uns mal so richtig her. Was ist denn so das Maximum? Das Maximum sind 3 Drinks, 2 Cocktails, 3 Gläser Wein und 2 Bier. Echt? Mehr kann der nicht trinken hier. Oh, es ist auch ein super geiles 3D-Modell. Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob der gerade tanzt oder ob das Betrunkensein simulieren soll. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der tanzt. Was macht er hier? Ah, da chillt er ein bisschen oder was? Ah, da tanzt er noch ein bisschen langsamer. Was macht er hier mit der halluzinogenen Droge? Da macht er gar nichts. Da schaut er ein bisschen entgegen drum. Aha. Okay. Wir haben 3 Drinks, 2 Cocktails, 3 Gläser Wein und 2 Bier. Und das Ganze auf einer Stuntstrecke. Ist doch geil. Und los geht's. Oh ja. Okay, man sieht jetzt schon, schöner Tunnelblick, extrem verschwommen und wer reagiert so gut wie gar nicht mehr. Aha. Also die Lenkung, die, da gibt es jetzt nur noch zwei Situationen, entweder Volleinschlag oder gar nicht. Oh Gott. Hier mal rum um die Kurve, komm. Aber ich frage mich, wo das jetzt eine Stuntstrecke ist. Das sieht mir wieder nach so einer komischen Teststrecke aus. Aua. Nein. Da lang. So. Also man sieht auch hier, wenn wir nicht... Alter. Na komm, der geht noch. Jawohl. Das Auto hat keinerlei Schäden, oder? Wo gibt es hier eine Außenansicht? Es gibt keine Außenansicht. Wir haben immer diesen Tunnel. Vielleicht fährt sich so besser. Schauen wir mal. Oh ja, 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 ja. Das geht, das geht. Und hier kann man springen. Komm. Oh, oh. Oh oh. Ich glaube, wir gehen unter. Jetzt gibt es wenigstens eine Außenansicht. Und Platsch. Es ist... Oh ja. Oh, und da sind wir am Meeresgrund angekommen. Warum können wir hier nicht weiterfahren eigentlich? Ja, gut, war wohl nix. Was haben wir jetzt? Oh, jetzt haben wir hier... Oh oh. Wir haben Lungenverletzungen unter Wasser. Ich würde mal sagen, wir sind ertrunken, guter Mann. Liebe Programmierer dieses Spiels. Ich kriege auch keine Lungenverletzungen, wenn ich unter Wasser hier... Mann, Mann, Mann. Na, komm. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwas viel Cooleres. Ich nehme jetzt mal... Wo ist er denn? Da ist er. So. Wir nehmen jetzt mal dieses Auto... Nehmen uns eine schöne Stadtstrecke. Mal probieren wir nochmal zumindest. Hat man ja schon mal eine. So, und jetzt würde ich gern mal sehen, wie ist es denn mit einer halluzinogenen Droge? Hier. So, schauen wir mal. Oh Gott, wir spielen auch noch eine Frau dazu. Da ist jetzt die Frage, kommt es von der Droge oder kommt es vom Geschlecht? Aber schauen wir mal. Spiel lädt auf jeden Fall schon mal. Das ist schön. Okay, sind wir durch. Ich muss auch sagen, ich hatte schon lange... Oha. Alles ist bunt. Oh, oh. Ich hatte auch schon lange kein Spiel mehr, das man tatsächlich mit den Pfeiltasten steuern muss. Ja, jetzt sind wir mal so richtig hier Woodstock-Style unterwegs hier. Das ist mal... Es fehlen nur noch irgendwie die Elefanten. Das ist geil. Ja, das ist bis jetzt der coolste Modus. Ja, hier müssen wir rechts abbiegen. Oh, da vorne ist Koala, was? Koala Lumpur? Nee, Koala Games, aha.
hier müssen wir, glaube ich, links abbiegen. Ja. Aber hinter uns fährt auch ein Auto. Okay. Das Schöne ist, wir können schon mal keine Geschwindigkeitsüberschreitung begehen hier. Weil das Auto fährt ja nur 45. Aber wir können im Gegenverkehr können wir fahren, okay. Wo muss ich hin? Ich sehe es nicht. Ach, da vorne geht's weiter, okay. Jetzt kommt gerade so der richtige Flash, glaube ich. Ich glaube, das soll hier jetzt... hallo? Hallo? Da? Okay, jetzt wird es wieder besser. Oh, oh. Ja, ja. Wenigstens kann man hier in dem Zustand das Auto noch vernünftig lenken. Jetzt müssen wir hier abbiegen. Ich blink mal, damit uns die Polizei nicht zu sehr, dass wir nicht zu auffällig werden. Wobei meistens ist man ja auffällig, wenn man blinkt, weil es gibt ja Leute, die heutzutage gar nicht mehr blinken. Habe ich eine gelbe Ampel überfahren? Ach nee, die hier ist rot, okay. Hier oben rechts sehe ich es. Dann fahre ich mal noch den Pfeil hier an und halt an. Oh, jetzt habe ich das Auto ausgemacht. Boah, es sind die Soundkulisse, ne? Wahnsinn. So, soll ich jetzt mal wie im Real Life fluchen hier, weil die Ampel nicht... Und schon macht sie, ne? Das ist wie immer. Sobald man das Schimpfen anfängt, schalten sie um. So. Für das, dass das Auto hier mit 50 angegeben ist, kann es ganz schön schnell fahren. Mit 45 angegeben ist. Und wir mit 53 hier durch die City düsen können. So richtig cruisen. Ah, da ist wieder eine Ampel. So, wir müssen geradeaus weiter, okay. Ich fahre aber mal vor bis zur Haltelinie. So. Auch hinter uns steht ein LKW. Und unser Auto rollt immer rückwärts. Ich mache mal die Handbremse rein. Jetzt mache ich sie wieder raus, weil wir haben grün. So. Also dieser Drogenfilm... Der fährt sich bis jetzt am besten, muss ich sagen. Jetzt sehe ich zwar mal kurzzeitig wieder nichts. Da lang, genau. Ja, durchgezogene Linie überfahren, das interessiert doch keine Sau. Haben wir jetzt schon 20 Punkte? Für was denn? Oder hat man grundsätzlich 20 Punkte und die werden abgezogen? Ich habe das Prinzip... Oh, jetzt wird es richtig hier schattig. Und wir müssen rechts rum. Ich blick mal. Nein, jetzt habe ich es auch wieder ausgemacht. Eieiei. Ja, wir sind abgebogen. Ja, 50, ich weiß. Mein Gott, ich passe mich doch nur dem fließenden Verkehr an jetzt. Chillt mal. Oh, okay, jetzt haben wir nur noch 18 Punkte, weil wir zu lange über 50 gefahren sind, schätze ich mal. Gibt es hier einen Tempomaten eigentlich? Wäre richtig cool, aber ich glaube, das Auto, das hat ja noch nicht mal Airbag. Und es ist auch schön, wie toll Rundungen hier dargestellt werden. Das ist super. Auch beim Führerschein, die abgekanteten Linien sehen eher aus wie, ja, abgekantet halt eben. Nicht Radien dran gemacht, sondern einfach abgeschnitten, schräg. Und die Straßen, die Kurven sind auch nicht kurvig, sondern die sind eckig. Hier sind Zebrastreifen, überfahren können wir scheinbar niemanden. Oh, oh. Habe ich eine Ampel überfahren? Oh, oh. Jetzt kommt ein Kreisverkehr, jetzt wird es interessant. Gerade jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Ich fahre jetzt einfach mal rein. Oh, oh, habe ich Vorfahrt genommen. Wo geht's denn lang? Hier ist so ein Ding. Da vorne. Wir müssen weiter gerade im Kreisverkehr bleiben. Hier. Okay. Hier ist ein Fußgänger. Ja, gut, wenn wir jetzt überfahren hätten, dann wären wir wahrscheinlich... So laufen die denn im Kreisverkehr? Sind die irre? Hier müssen wir... Oh, ich habe den Motor wieder ausgemacht. Ja, ein Spiel, das dem Leben der Realität sehr nahe kommt. So rum abbiegen.
glaube, wir haben einen Pfeil schon übersehen. So. Ja, wir dürfen ja wieder nicht schneller als 50. Und da ist das Spiel auch echt strikt reglementiert. Einfach so Verkehrsregeln zu beachten, ist hier extrem wichtig. Ja. Ich finde es auch stark, das Auto scheint wirklich nur einen Gang zu haben. Oh, hier wären wir jetzt 50 gewesen. Zebrastreifen, kommt nichts. Oh, wir haben nur noch 10 Punkte zur Verfügung, bevor wir den Schein verlieren oder das Spiel beenden, ich weiß es nicht. Es sieht stellenweise ein bisschen so aus, als wäre hier, muss mal abbiegen, als wäre es hier extrem atomar abgegangen. Und ich vermisse tatsächlich ein bisschen den Elefanten. Hier lang. Oh. Okay, geradeaus. So. Oh, sind wir am Ziel? Nee. Was? Tempolimit überschritten? Ampel nicht beachtet? Tempolimit. Ach ja, aber wegen Drogen wird uns hier der Führerschein entzogen. Aha. Ja. Das ist schön. Das ist auch jetzt sieht man zumindest mal, welche Verkehrsverstöße wir hatten und warum wir 0 Punkte zur Verfügung haben. Bei dem ersten Versuch wurden wir ja einfach, ne? Hier, Junge, hast jetzt keinen Führerschein mehr. Ja, Vulvia heißt die Tante. Vulvia? Ernsthaft? okay, wir gucken mal noch ins Replay rein. Aha. Ja, genau. Ja, schön abgebogen. Falsche Richtung geblinkt, aber ist schön abgebogen. Ich meine, was Drogen so... Oh, hier blinkt man... Nee, hä? Ja, hier sind wir auch abgebogen, okay. Also alles in allem, muss ich sagen, finde ich, sind wir doch hier souverän gefahren. Also... Ja, hier habe ich das Vorfahrt 8 vielleicht nicht beachtet. Aber hier ist ja eh Ende gewesen. Von daher, ja, Replay Ende. Aha. Ja. Ja, schade. Was ist jetzt? Ach, jetzt sind wir in der... Aha. Normaler alternativer Eingabemodus. Nein, man kann das... Hä? Nur Tastatur, Joystick, bitte was? Mit Gerät fahren? was ist denn mit Gerät fahren? Automatisches Fahren? Was zur Hölle? Was ist automatisches Fahren? Zusätzlich. Nee, also ganz. Hä? Mit Gerät fahren. Verschiedenes? Was haben wir hier? Oh, es gäbe sogar Force Feedback. Aha. Okay, wir könnten mit Lenkrad oder mit Tastatur. Verstehe. Fahrschule. Verkehrsdichte niedrig. Blinkverhalten. Oha. Okay. Oh, nein. Verhalten anderer Fahrzeuge. Das kann man 100% korrekt einstellen. Aha. Schaltungsmodus Automatik. Das war, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sonst wären wir komplett ausgeflippt. Aha. Audio. Oh, die Effekte. Die Effekte waren auch richtig gut. Kann man mal so sagen. Die waren richtig gut. Und in der Grafik. Oh, Multitexture. Spiegelungen. Bump. Lichteffekte. Ah, ja. Texturqualität, die war natürlich sehr hoch, hat man gesehen. Die Schattenqualität war auch gigantisch hoch. Und die Shader erst, die waren der Oberwahnsinn, waren die Shader. Naja, gut. So, liebe Freunde, wir haben jetzt mal gesehen, dass man unter Drogeneinfluss möglichst zwar Auto fahren könnte, aber trotzdem seinen Führerschein verliert. Nein, ernsthaft, lass den Scheiß. Muss nicht sein, ganz ehrlich, weder Alkohol noch Drogen, wobei Alkohol ja auch eine Droge ist und so weiter, bla bla bla. Das macht man eigentlich nicht, aber es war hier mal ganz witzig, vor allem die letzte, die halluzinogene Droge, so heißt es. Also das Ding mit den grünen Effekten, so, leider keine Elefanten. Das hat mir jetzt durchaus doch am meisten Spaß gemacht. Und ja, fürs Auto beenden wir den Scheiß jetzt mal. Und das nächste Mal machen wir Motorrad noch
gucken wir mal, was da passiert. Und ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Ja, es ist das Geld absolut wert. Es ist das beste Spiel des Jahres. Ohne Scheiß. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, Servus.